Hallo Leute, herzlich willkommen zur Fortsetzung von Ispitatel 2. Wir starten direkt rein. New Game. Medium. Das Gebäude kenne ich noch. Das von Anfang. Ah, die Musik. Ja, und ich habe überlebt, oder was? Der Einzige? Warum wohl? Kann ich irgendwas, was die anderen nicht können? Medic. Oh, natürlich muss noch ein kreischendes Baby da sein. Ach, ich habe auch noch das Gesicht von Dr. Rosenberg aus Half-Life Blue Shift. Natürlich geht es genauso weiter mit dem Russischen. Aha, 3 Stunden später, ja, wo auch immer ich jetzt bin. Ja, schon wieder. Okay, jetzt geht's los. Talk with Administrator. Hey, ohne diese Missionsanweisungen unten links in der Ecke, da wäre ich echt am Arsch. Oh, da sind schon wieder. Ah, es fehlen schon wieder Texturen. Okay, das müssen wir ganz schnell ändern. Wir sind gleich wieder da. So, alright, neu geladen. Und jetzt sollten die Texturen da sein. Ja. Sind sie? Schläfst du? Oder was ist mit dir? Du bewegst dich jedenfalls noch. Okay. Es scheint irgendwie. Oh, der Scientist liest den Playboy. Mal gucken, was. Ach, natürlich mit kyrillischer Schrift. Was auch immer das sein soll. Was guckst du dir an? Ah, beim Surfen. Ich erkenne die Models nicht. Naja. Du hast jedenfalls nicht so was Interessantes zu lesen, okay. Ah, okay, irgend. Ah, die Tür ist aufgegangen. Ja, G-Man. Ach. А как диск Тетрис запускается? На данный момент мы не знаем их планов, но мое высшее руководство приказало нанести по Ксену атомный удар. Наше подразделение уже готовит ракету к запуску, но запустите ее именно вы, так как вы единственный, кому я могу полностью доверять. Ну что ж, нельзя терять времени, вы немедленно отправляйтесь туда. Yeah, whatever. А, Рабиль Низович, наши ребята уже готовят ракету к запуску, окислитель уже залит. Осталось исключить подачу топлива, электричества и газа. Prepare rocket to launch. Okay. Ah, hier ist eine Kiste. Es ist dunkel hier. Wo muss ich hin? Hier rein? Keine Leiter, oder? Kann ich an dem Ding hier hochklettern?
Doch, ich kann tatsächlich dran hochklettern. Klar, 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 klar. Ist das mit Absicht das deutsche Wort oder? Aha. Ah, endlich mal eine Melee-Waffe. Ich mache unser Equipment kaputt, bevor es benutzt werden kann. Dann verhindere ich damit, dass Schlimmeres passiert. Start, Stütze, Stütze. Passiert irgendwas? Brennstoff. Also sind wir irgendwie in einer deutschen Raketenbasis. Okay, das ganze Fuel an. Ah! Was? Wieso bin ich denn jetzt... Wo bin ich denn hier runtergefallen? Oh. Das habe ich nicht gesehen, dass da der verdammte Falle ist. Okay, Gas. Oder Gas. Okay, Elektrizität fehlt noch. Ja, dann wird das wohl da unten sein. Okay. Power ist an. Ich denke, damit können wir loslegen, oder? Ich würde sagen, Start. Start. Ach, was fehlt? Oxidiermittel. Okay. Es fehlt also doch noch was. Warum darf ich hier nicht rein? Warum ist hier eine Lücke und ich darf hier nicht rein? Okay. Irgendwie kommt man da rein, aber irgendwas habe ich noch nicht gesehen. Muss ich vielleicht hier oben lang? Das scheint nicht aufzugehen. Aber Oxidiermittel ist doch auch schon grün. Warum kann ich den Startknopf nicht betätigen? Okay.
Ah, jetzt kann. Jetzt ist der Startknopf auf einmal grün. Ja. So sieht natürlich ein Raketenstart. So hört er sich vor allem an. Alles wird weiß. Und dann ist es wieder. Oh, ein riesiger Gargantua. Du schießt natürlich auf mich. Und nicht auf den verdammten Alien. Warum schießt du auf mich? Jetzt ist... What? Ich hab keine Waffen. Ich hab nur dieses Melee-Ding. Ach, du bist gar kein Feind. Okay. Ja, euch scheint es irgendwie nicht zu interessieren, dass da draußen ein riesiger, übergroßer Gargantua ist. Ja, da würde ich auch nicht rausgehen wollen. Ist schon richtig, ne? Jetzt ist er weg. Warum auch immer die da draußen dann noch nicht geschossen haben. Na komm, lasst mich in Ruhe. Ist ja denn keine Deckung? Ah, okay. Es gibt also feindliche Soldaten und freundliche Soldaten. Gut zu wissen. Wait for Telepater to activate, huh? Oh, ich darf nicht mehr raus. Okay. Ah, da ist der Teleporter. Weiter geht's oder nicht? Doch. Wo auch immer wir jetzt waren und sind wir zeitgereist oder sind wir teleportet in irgendeine... Egal. Благо нам повезло. В зоне нераскрывшегося испылителя входит аэропорт. Вы немедленно отправились туда, садитесь на истребитель и уничтожаете ближайший испылитель. И помните, что многие наши уже не на нашей стороне. Depart to car. Oh, wo ist der Typ mit dem Playboy? Ist der hier hinten, ja, hinter der Couch verschwunden? Und der Typ, der geschlafen hat, ist weg. Aha. Okay. Ja, natürlich checke ich meine Zone. Okay, dann geht's jetzt hier wahrscheinlich mit dem Auto weiter. Hm? Any ideas on the origin of that new sample? Who can say? Okay, da bin ich. In dem Auto gewesen. Mhm. Area 51 oder was? Ah ne, wir sind ja im Ural. Ne, dann gibt es keine Area 51. Здравствуйте, Равинис. Скоро будет готов ваш самолет. По нашим данным, на аэропорт надвигается большая волна вражеских подразделений. Основной удар приходится на район, контролируемый отрядом Бетта. Я думаю, ваша помощь им не помешает. О, irgendwas ist passiert, sonst wäre ich nicht weggerannt. Ah, jetzt fährt er den Berg hoch, okay. Das geht weiter. Aber tut's nicht. Ich immer noch in der Cutscene drin.
Die nächste Panzermine. Nein! Setz dich halt mal ordentlich hin, damit ich da was sehen kann. What? Es ist schon wieder weggebeamt. Habe ich jetzt verloren oder geht's weiter? Однако нам стало известно, что основная энергетическая подстанция этого купола находится где-то в заброшенной Липме 11. Мы не знаем, где она конкретно расположена. Вам необходимо активировать детонаторы, установленные еще первым подразделением наемников, работающих в Липме. Тогда вы уничтожите Липму и наверняка эту подстанцию. Торопитесь, Равелинис. Go to Armory. Dann gehen wir mal zur Armory. Also irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe noch gar nicht richtig angefangen in dem Mod. Das waren alles immer so verschiedene Prologe. Ich bin immer wieder neu ausgerüstet worden. Natürlich muss ein Eierkopf in der Waffenkammer sein. Okay. Activate first detonator. Wo auch immer ich jetzt bin. Was auch immer ich hier mache. Okay, den hier muss ich aktivieren. Ja, erstmal müssen wir den Barney helfen. Oh, er ist tot. Ja, und wo gehe ich dann jetzt bitte hin? Speichern wir erstmal. Okay. Ist er aktiviert? First detonator activated, ja. Und jetzt? Ah ja. Ich habe nur eine MP5. Find Security Card. Hier geht's runter. Oder hoch? Irgendwohin geht's jedenfalls. Ah, da ist die Security Card. Bisschen groß geraten. Aktivierte Detonator und zurückkehrt zu mir. Alright, gib mir die Karte. Was auch immer du zu sagen hattest, es wird schon seinen Sinn ergeben haben. Es wird schon seinen Sinn ergeben haben. Jetzt müssen wir den nächsten. Okay, da geht's nicht durch. Den nächsten Detonator aktivieren, aber ich schätze mal, erstmal muss ich hier rein. Genau. Testing Lab. Da ist grüne Suppe. Die ist bestimmt nicht gesund. Oh, den Teil
kenne ich irgendwie schon aus dem ersten ISP-Teil. Der ist kaputt. Kannst du die... Ne. Scheint... Ich weiß nicht. Talk with Dr. Fedorov. Wo auch immer der sein mag. Ich gehe mal wieder zurück. Hast du die Tür, die Fenster aufmachen? MiG-29. Berühmtes russisches oder sowjetisches Jagdflugzeug. Oder? Ist das ein Jäger? Keine Ahnung. Die Experten werden mir wahrscheinlich irgendwie was sagen können. Okay, wo auch immer ich jetzt wieder bin, warum ich jetzt... Alter! Erschreckt mich nicht so. Warum ist hier eine unsichtbare Wand? Hier ist eine unsichtbare Wand. Muss ich hier durch? Oh, anscheinend, ja. Oh, neues Auto. Was auch immer das sein soll, ich kann es nicht erkennen. Jedenfalls kein typisches Black Mesa Auto und das hier auch nicht. Oh, jawoll. Okay, Zombie. Aber wo geht's hier weiter? Muss ich hier den... Ah. Den hier aktivieren. Okay. The third detonator activated. Run. What have you done? Okay. Alter, hoffentlich kommen jetzt nicht wieder Unmengen an Snarks.
Ich habe bald keine Munition mehr. Keine Ahnung. Hören die auch irgendwann mal auf zu spawnen? Nee, jetzt nicht rein. What? Alter, was geht hier ab? Warum ist jetzt hier Alienblut an der Decke? Warum liegt hier eigentlich Stroh rum? Prepare for attack on Zen. Jetzt werde ich ordentlich ausgerüstet. Weiß ich nicht, was muss ich nochmal tun? Oh, da ist der nächste Teleporter. Alter! Eine riesige Armee von Klonsoldaten rennt in den Teleporter rein. Na gut, Klonsoldaten sind es nicht alle. Da ist ein Schwarzer, da ist ein Weißer. Und aber sie haben alle eine Gasmaske an. Ja, okay, dann. Geht's hier rein? Geht's. Destroy Zen Generator. Okay. Ah! Meine Lieblingsfeinde nicht. Warum habe ich jetzt... Vorhin hatte ich noch Granaten, jetzt habe ich keine mehr. Was ist zu tun? Ach. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Oh. Gravity ist ein bisschen weniger. Muss ich irgendwie in die Rakete rein oder was muss ich machen? Oh, hätte ich mal verdammt mal wieder ein bisschen besser aufgepasst auf die Missionsanweisungen. Ich weiß es nicht, was ich machen soll. Der sieht ja irgendwie aus wie ein Schalter, aber vielleicht ist es keiner. Team, weapons check, okay. Roger that.
Ja, okay. Ich muss hier tatsächlich erstmal kurz nochmal mein Video anschauen, um anzugucken, was ich für eine Missionsaufgabe habe. Bis gleich. Okay, ich habe nichts rausgefunden aus meinem Video, aber ich habe trotzdem mit einem Walkthrough rausgefunden, dass das hier ein Schalter ist. Dass ich jetzt die Rakete aktiviert habe. 30 Sekunden. Aha. Ihr könnt mich mal pissnelken. Так и остался работать на администратора, выполняя секретные задания и поручения. Но мы знаем, что еще не все кончено для нашего агента. Агента Равиля. Wer ist ein Agent? Bin ich der Agent? Bist du der Agent? Das war Ispitat Teil 2. Wieder nicht sehr viel, aber okay. Nice and short. Dieses Mal haben wir keine Snarks gehabt. Na gut, dann war das der zweite Teil. Der dritte Teil ist ja leider nur eine nicht fertiggestellte Demo. Mal schauen, wie lange die ist. Und dann noch der vierte Teil, der wahrscheinlich am größten sein wird, weil da habe ich auch gesehen, dass es da ist wirklich, da steckt mehr drin anscheinend. Also, bis dann. Danke fürs Zuschauen bei Ispitat Teil 2 und bis zum nächsten Mal. Ciao.